Ich möchte mal gern was mit dir teilen im Hinblick auf Entscheidungen. Was mir heute Morgen so bewusst geworden ist, als ich am Strand gehockt habe und so aufs glitzernde Meer geschaut habe und die ein oder andere Frau und der ein oder andere Mann da in den Wogen der Wellen sich hat gleiten lassen. Ich grüße dich erstmal ganz schön. So schön, dass du da bist und mich hier entdeckt hast. Und zwar, wir leben ja jetzt hier auf Zypern oder sind viel hier auf Zypern und es ist jetzt nicht gerade so die Zeit, wo ich morgens ins Meer hüpfe. Mit den Füßen ins Meer, ja, aber so ganzer Körper, ganz Body im Meer schwimmen, nein, definitiv noch nicht. Also meine Badesaison, die hört hier auf Zypern so Mitte November ungefähr auf und beginnt dann erst so, naja, Anfang April, wo ich also wirklich morgens in die Fluten hüpfe. Und ich habe heute Morgen da so gehockt und ein bisschen Tag geträumt, mich auf den Tag eingestimmt und gedacht, wow, die ein oder andere bewundert, die tatsächlich so in die Fluten rein ist. Und letzten Endes, da ist mir bewusst geworden, es ist ja immer eine Entscheidung. Ich könnte mich ja auch dazu entscheiden, Badeanzug an, Bikini an und gehe ins Wasser. Ich entscheide mich dafür, aber nee, es sind noch nicht ganz so meine Temperaturen. Ja. Oder als ich davon geträumt habe, um jetzt den Bogen, worauf ich eigentlich hinaus will, zu spannen. Ich habe Ideen, ich habe Träume von einem freieren Leben. Ich entscheide mich dafür, es bei den Träumen zu belassen. Oder ich entscheide mich dafür auch zu gehen. Und das ist das, womit ich dich inspirieren möchte mit diesem Video hier. Wir haben immer eine freie Entscheidung, etwas zu machen, also uns für etwas zu entscheiden oder gegen uns zu entscheiden. Oftmals ist es natürlich so, du träumst vielleicht von einem freieren Leben. Du träumst vielleicht davon, es wäre ja schon schön, wenn ich die Klarheit hätte zu meiner Mission, zu meinem Seelenplan, wenn ich daraus auch meinen Seelenberuf erschaffen könnte und das ein oder andere, was damit zusammenhängt, es wäre ja schon schön, wenn, aber du entscheidest dich nicht dafür. Das sind Dinge, wo wir uns dann unbewusst, ne, das geschieht auf der unbewussten Ebene, uns dagegen entscheiden. Und die Wahrheit ist, wir haben immer die freie Wahl. Das heißt ja nicht, dass wenn du dich heute dafür entscheidest, es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt da, wo ich aufhören möchte zu denken, es wäre ja schön, wenn, was auch immer für dich nach diesem Wenn kommt, ich will das jetzt wirklich, ich entscheide mich wirklich dafür. Und dann gilt es natürlich, gewisse Dinge auch umzusetzen. Ich bring dir ein Beispiel von mir, wenn ich zurückblicke an mein früheres Leben, wo ich im öffentlichen Dienst war und am Schreibtisch wirklich gemerkt habe, das ist nicht mehr das, was mich morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt. Ich träume davon, wirklich frei unterwegs zu sein. Ich träume davon, mir meine Zeit frei einteilen zu können. Ich träume davon, auch selbst bestimmen zu können, wie viel Geld monatlich oder täglich aufs Konto fließt. Das sind ja alles Entscheidungen. Und dann kam der Tag, wo mir dann klar war, ich darf da natürlich jetzt beginnen, anders zu denken, zu fühlen, zu handeln. Ich darf dann Dinge anders machen. Ich darf den Grundstein legen für dieses freie Leben. Weil hätte ich weiter nur in dieser Bubble gelebt des Traumes und hätte mich nicht wirklich dafür entschieden, also wirklich Dinge anders gemacht, hätte das ja nicht können zur Lebenswirklichkeit werden. Verstehst du, was ich meine? Da gilt es einfach auch Dinge anders zu tun. Und was du da wissen darfst, sobald du dich für dein Herz, für deine Seele, für den Plan deiner Seele, für das freie Leben, von dem du träumst, wie auch immer das für dich ausschaut, das muss nichts mit Auswandern zu tun haben, entscheidest, bekommst du Impulse, was du dafür tun darfst und kannst, um dann auch wirklich einen Stein auf den anderen draufzusetzen, wie bei einem Haus. Du baust dir ja ein neues Lebenshaus, um es metaphorisch auszudrücken, um das dann auch entstehen zu lassen. Und da gibt es eine Instanz in uns, wenn wir dieser Instanz einen Namen geben möchten, dann ist das unser Stammhirn, das keine Referenzpunkte hat, wie dieses Neue ausschaut.
das uns dann so subtil sagt, da droht Gefahr. Ich weiß nicht, geht das gut? Ich weiß nicht, da ist keine Sicherheit da. Ja, das sind ja dann Dinge, die wir neu machen. Und das ist so subtil, dass wir da schon oder viele, viele Menschen dazu geneigt sind, in dieser vermeintlichen Bubble-Sicherheit zu bleiben und im Grunde genommen ihr Leben lang von etwas anderem träumen. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich will auf mein Leben zurückblicken und denke, ich habe es noch geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es noch geschafft. Ich bin noch in dem freien Leben angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe meine Botschaft noch entdeckt. Ich habe dem Plan meiner Seele noch bin ich gefolgt und habe großartige Dinge hier entstehen lassen, habe meine Botschaft da draußen mit der Welt geteilt. Auch wenn da dann auch mal so ein bisschen die Angst vor der eigenen Größe da war. Ja, das Ding ist nur, im Grunde genommen, diese Angst und dieses Ungewohnte, das ist genau der Wegweiser in die Richtung, geht's weiter. Weil dahinter verbirgt sich einfach immer unser größtes Potenzial. Und das ist das, was ich mit dir teilen möchte. Die Dinge, wo du eben denkst, es wäre ja schön, schon schön, wenn, werde dir bewusst, willst du es wirklich? Und dann darfst du dich auch dafür entscheiden. Und mit dieser Entscheidung bekommst du weitere Impulse, Ideen, Dinge umzusetzen, da kommen weitere Möglichkeiten zu dir und denen gilt es dann zu folgen. Und dann wirst du unweigerlich auch in dem freien Leben ankommen, wo dein Herz, wo deine Seele dich hinführen möchten, weil nirgendwo steht geschrieben, dass du das nicht kannst. Du kannst das, definitiv. Deshalb Aufruf an dich, an dein Sein, an deine Seele. Folge diesem Traum, den du hast, folge den Ideen, die du hast, und lass sie zur Lebenswirklichkeit werden. Entscheide dich bewusst dafür, statt bis eben unbewusst zu sagen, ich kann nicht oder was auch immer da an Konditionierungen da sind, die es bis eben verhindert haben. Entscheide dich, für dein Herz, für deine Seele. Das Leben ist immer wohlwollend an deiner Seite und wird dir dann immer mehr Möglichkeiten offerieren, denen du natürlich folgen darfst und dann werden wundersame, großartige Dinge entstehen. Wenn du da noch so ein paar Learnings gerne hättest aus meiner eigenen Geschichte, wie ich das umgesetzt habe, es gibt ein kostenfreies Video, das ich ganz neu auch aufgenommen habe. Du findest in der Nähe von dem Video hier den Link, klick drauf. Brauchst mal einfach nur mitzuteilen, wo du es gerne hinhättest und dann findest du es in wenigen Minuten auch in deinem Postfach und kannst es dir anschauen und im Grunde genommen einfach nur nachmachen. Und dann kommst du genau da an, wo du hin möchtest, wo dein Herz und deine Seele dich schon so lange hinführen möchten. Du kannst es. Glaub an dich. Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao, ciao.